Hey Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute schauen wir uns gemeinsam die 10 reichsten Deutschen an. Viel Spaß beim Video! Auf Platz 10 landet Stefan Quandt. Er ist einer der vielen Erben der Liste, dessen Vater es ganz gut meinte. Herbert Quandt rettete BMW in den 1950er Jahren vor der Insolvenz und baute die Marke zum Weltkonzern aus. Söhnchen Stefan erbte nach dem Tod von Johanna Quandt unter anderem ein Viertel der Anteile an BMW. Zudem leitet er noch ein eigenes Unternehmen. Für Stefan lief es 2019 aber nicht mehr richtig rund. Forbes schätzt das Vermögen des 53-Jährigen auf aktuell 12,3 Milliarden Dollar. Das sind 5,2 Milliarden weniger, als es noch 2019 waren. Platz 9 wird von Hasso Plattner belegt. Vielleicht kennst du den Leak-Checker vom Hasso Plattner Institut. Dahinter steckt der gleichnamige Milliardär, der als Förderer der Wissenschaften bekannt ist. Der Mann zählt zu den SAP-Gründern und spielt laut Forbes-Liste auch in der gleichen Liga wie Dietmar Hopp. Damit besitzt er ein Vermögen von geschätzten 12,4 Milliarden US-Dollar, verlor jedoch auch 0,9 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr. Der achtreichste Deutsche heißt Heinz-Hermann Thiele. Als Quereinsteiger kam Thiele Ende der 1960er Jahre zur Knorr-Bremsen-Unternehmensgruppe. Das Münchner Unternehmen zählt heute zu den weltweit führenden Herstellern für Bremssystemen für Nutz- und Schienenfahrzeuge. Der Jobwechsel hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Sein Vermögen schätzt Forbes auf 12,9 Milliarden US-Dollar. Dietmar Hopp landet auf Platz 7. Fußball und Software sind die Steckenpferde von Dietmar Hopp. Als Gründungsmitglied des Softwarekonzerns SAP machte er Milliarden. Im letzten Jahr hat er allerdings 400 Millionen verloren und hat jetzt nur noch 13 Milliarden US-Dollar auf der hohen Kante. Als Investor des Bundesligisten Hoffenheim hat er den Verein groß gemacht. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Vielen Dank! Platz 6 geht an Walter P.J. Dröge. Er ist einer der großen Gewinner 2019. Sein Vermögen stieg nämlich im letzten Jahr um 4 Milliarden auf 13 Milliarden US-Dollar. Das macht umgerechnet rund 11 Millionen Dollar pro Tag. Das alles verdankt er der Gründung der Dröge International Group, das Büros in mehr als 30 Ländern der Welt mit mehr als über 70.000 Mitarbeitern beschäftigt. Das Familienunternehmen verdient sein Geld durch Unternehmensberatung einerseits und Investments andererseits. Klaus-Michael Kühne ist der fünftreichste Deutsche. Logistikmogul Klaus-Michael Kühne kommt auf ein Vermögen von 14,2 Milliarden US-Dollar. Er ist Ehrenvorsitzender der Kühne plus Nagel International AG mit Sitz in der Schweiz und besitzt 25% am Logistikriesen Hapag-Lloyd. In Deutschland macht Kühne vor allem durch sein forsches Auftreten als HSV-Gönner Schlagzeilen. Das Einzelkind hat selbst keine Kinder. Seine Charity-Organisation wird nach seinem Ableben sein Vermögen weiter verwalten. Susanne Klatten verpasst nur knapp das Treppchen und landet auf Platz 4. Sie ist die Schwester von Stefan Klatten und hält ein Viertel aller Anteile an BMW. Zudem ist sie Haupteigentümerin des Spezialchemiekonzerns Atlanta AG und der Windenergiefirma Nordex sowie Kohlenstoffhersteller SGL Group beteiligt. 2019 war finanziell nicht ihr bestes Jahr. Zwar verfügt die reichste Frau Deutschlands laut Forbes immer noch über ein Vermögen von 16,8 Millionen US-Dollar. 2019 waren es aber noch 21 Milliarden US-Dollar. Der drittreichste Deutsche ist Theo Albrecht Junior. Erben will gelernt sein. Als Sohn von Theo Albrecht Senior, der Aldi Nord gründete, erbte der Junior im Jahre 2010 dessen Milliarden. Im letzten Jahr lief es ganz ordentlich. Der Wert des Vermögens des 69-Jährigen kletterte um 500 Millionen auf jetzt 17,9 Milliarden US-Dollar. Dieter Schwarz hat sich die Silbermedaille der reichsten Deutschen gesichert. Wie 2019 ist Dieter Schwarz auch 2020 der zweitreichste Deutsche. Der 80-Jährige ist Eigentümer der Schwarz-Gruppe. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem Discounter Lidl und Kaufland. Der Milliardär zog sich 1999 aus der Unternehmensführung zurück. Er besitzt Vermögenswerte von 34,5 Milliarden Dollar. 2019 waren es noch 22,6 Milliarden Dollar. Beate Heißler und Karl Albrecht Junior sind die reichsten Deutschen. Vater Karl Albrecht führte mit Aldi Süd den größeren Teil des Discounter-Imperiums. Seinen Kindern Beate Heißler und Albrecht Junior hinterließ er nach seinem Tod 2014 das Familienvermögen. Um eine magere Rente müssen sich die beiden zumindest keine Sorgen mehr machen, auch wenn ihr Vermögen 2019 um 2,8 Milliarden auf nun 39,9 Milliarden US-Dollar schrumpfte. Wärt ihr auch gerne so reich oder was haltet ihr von solch superreichen Menschen? Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von Tägliches Wissen.